Wie sieht's aus? Fragt Jürgen seinen guten Freund Spucke. Kein Platz mehr frei. Und alle sind schon total aufgeregt. Prima! Aber eine Sache gibt es da. Jürgen hebt eine Augenbraue. Heute darf nichts schiefgehen. Der größte Vortrag seines gesamten Lebens steht an. Sag schon! Fordert er Spucke auf. Naja, die meisten Leute tragen eine Maske. Verwirrt blickt Jürgen Spucke an. Die meisten? Ich dachte mir, dass ein paar Journalisten von außerhalb kommen, aber die meisten? Sind sogar viele mit Mitgliederausweis. Was? Jürgens Verwirrung wandelt sich langsam zu Wut. Wie kommen diese Leute auf die Idee? Ich predige die ganze Zeit schon, dass man sich gegen diese Masken auflehnen soll. Und trotzdem tragen diese Idioten noch welche? Tja, ich könnte... stottert Spucke. Doch Jürgen unterbricht ihn. So kann er nicht auftreten. Die werden was zu hören bekommen. Mit weiten Schritten geht Jürgen auf die Tribüne zu, die extra für ihn freigeräumt wurde. Im Hintergrund hängt die große Flagge mit dem Logo der wahren Wahrheit. Jürgens Unternehmen, Jürgens Kind, Jürgens Weg, die da oben zu stürzen. Als er die Bühne betritt, erschallt vom Publikum lauter Beifall und Jubelrufe. Die Menschen verehren ihn. Verständlicherweise, wie er findet, denn er ist der Einzige, der die ganzen Machenschaften von den reichen und mächtigen und Alien-Reptilien-Menschen durchschaut. Und dieses Wissen, diese Wahrheit, gibt er seinen Jüngern weiter. Doch heute lässt sich Jürgen nicht von dem Jubel mitreißen, geht zielstrebig auf das Mikrofon in der Mitte der Bühne zu und blickt grimmig das Publikum an. Tatsächlich tragen die meisten eine Maske, einen Mund-Nasen-Schutz, der vor der Pandemie schützen soll. Die Pandemie, die da oben nur erfunden haben, um durch die Impfung Mikrochips zu implantieren, um alle Menschen zu hirnlosen Arbeitssklaven zu machen. Ihr Narren! Schreit Jürgen und die Masse verstummt. Wie oft habe ich euch schon erzählt, dass wir uns gegen die da oben auflehnen müssen? Wie oft habe ich euch gesagt, dass es gefährlich ist, diese Masken zu tragen? Und doch taucht ihr hier mit diesem widerwärtigen, freiheitsraubenden Schmutz auf. Das ist eine Beleidigung für mich und für die gesamte wahre Wahrheit. Das Publikum blickt gespannt zu ihm auf. Anders als sonst erkennt er nur die Augen seiner Jünger. Eine junge Frau steht auf und hebt ihre Hand. Herr Meister? Fragt sie zögernd. Wir tragen diese... Maske bestimmt nicht. Auch sie trägt eine Maske. Auch sie ist eine Verräterin. Und deshalb unterbricht Jürgen sie. Egal, was du zu sagen hast, es ist mir egal. Ich nehme dich erst ernst, wenn du diese Maske von deinem Gesicht nimmst. Ich kann nicht. Dann bist du also auf die Propaganda von denen da oben hereingefallen? Brüllt Jürgen. Seine Stimme ist voller Hass und überschlägt sich. Jeder von euch, der diese unterwürfige Maske trägt und sie nicht freiwillig auszieht, ist hier nicht willkommen. Ich verlasse nun die Bühne und komme nach 10 Minuten wieder. Und wenn ich dann immer noch irgendjemanden mit Masken sehe, dann könnt ihr was erleben. Um seinen Worten mehr Ausdruck zu verleihen, wirft Jürgen den Mikrofonständer um. Als das Mikrofon auf den Boden donnert, zieht ein schriller Ton durch den Saal und das Publikum schreckt zusammen. Sie werden laut und murmeln untereinander, während Jürgen die Tribüne hinuntersteigt und hinter einer Tür verschwindet. Seine Gedanken rasen. Nervös reibt er mit seinem Daumen an den anderen Fingern, um sich zu beruhigen. Er stampft den Flur entlang und öffnet die Tür zu seinem Aufenthaltszimmer, greift nach einer Pillendose und wirft sich 3 Beruhigungstabletten ein. Er kann gar nicht mehr ohne sie. Die meisten Bürger verstehen noch nicht, was er zu bieten hat und halten die wahre Wahrheit für eine Bedrohung, vor allem zu den Pandemiezeiten. Der Druck, der auf Jürgen lastet, ist enorm. Diese verdammten Idioten tragen tatsächlich alle Masken, grummelt er vor sich hin. Und ich hab denen sogar gesagt, dass sie abnehmen sollen. Und sie haben es nicht gemacht. Jürgen dreht sich um mit Spucke zu reden.
Ich weiß wirklich nicht weiter. Es scheint, als hätten alle den Verstand verloren. Als hätten sie den Mikrochip durch die Impfung schon in sich. Er wartet auf eine Antwort von Spucke. Irgendwelche motivierenden Worte, die sonst immer von ihm kamen. Doch er scheint nicht mehr hier zu sein. Spucke ist ein langjähriger Freund und sozusagen auch der erste Jünger der wahren Wahrheit. Hey, Spucke! Jürgen geht in dem Raum herum und sucht nach ihm. Er guckt hinter die Bar, unter den Tischen, doch zögert, als er an einen hohen Schrank kommt. Wahrscheinlich ist er einfach aus dem Zimmer rausgegangen, frische Luft schnappen oder so, denkt Jürgen sich, dreht sich um und versucht sich Mut zu machen. Du wirst einfach zu paranoid, alter Junge. Er hört noch, wie die Türen des Schrankes hinter ihm auffliegen und spürt den Schmerz in seinem Hals. Kurz danach wird alles schwarz. Die nächsten Tage oder Stunden bekommt er nur bruchstückhaft mit. Er wird weggebracht. Dann sitzt er auf einem Stuhl. Dann hat er Schmerzen. Dann ist alles wieder schwarz. Ich glaube, er wird wach. Jürgen fühlt sich gut. Sein Körper liegt auf etwas Weichem und bis auf seinem Gesicht oder Kopf tut ihm nichts weh. Jürgen, kannst du mich hören? Er hört die Stimme von Spucke und spürt seine warme Hand an seinem Arm. Langsam kommt er zu sich und öffnet die Augen. Er erkennt sofort die bekannte Arztpraxis von dem Alternativmediziner Friedhelm Vogel. Endlich bist du wach. Ich hab mir echt Sorgen gemacht, Mann, murmelt Spucke und drückt Jürgen einmal. Dann hat das neue Superkraut Medikamentominuteles ja etwas bewirkt, sagt der Mann neben Spucke, den Jürgen sofort als Dr. Vogel erkennt. Es dauert noch einige Momente, bis Jürgen wieder richtig zu sich gekommen ist und klar sehen kann. Doch dann erschreckt er. Spucke, warum hast du eine Maske auf? Fragt er ruhig. Doch sein Kopf beginnt sofort zu rattern und wittert Verdacht. Seinen Vertrauten mit diesem Propagandawerkzeug zu sehen, schmerzt ihm mehr, als sein Kopf es jemals könnte. Tut mir leid, Jürgen. Ich habe ihn nicht kommen sehen. Wen kommen sehen? Spucke schaut bedrückt zu Boden und fingert nervös an seinen Fingernägeln herum. Den Maskenmann. So nennen wir ihn jedenfalls. Maskenmann? Fragt Jürgen erstaunt und richtet sich auf. Wer oder was soll das sein? Er ist ein Irrer, beginnt Dr. Vogel. Auch er hat eine Maske auf. Spucke unterbricht ihn. Er ist sicher kein Irrer. Diese Person weiß ganz genau, was sie tut. Halt dich fest, Jürgen, das ist echt krass. Jürgen starrt die beiden verwirrt und sauer an. Er kann immer noch nicht fassen, dass sie Masken tragen. Sogar der Doktor. Er ist eigentlich kein richtiger Doktor, weil er von denen da oben im dritten Semester rausgeworfen wurde. Aber gerade deshalb weiß er, wie Medizin funktioniert. Der Maskenmann ist ein Krimineller, der den Mitgliedern der wahren Wahrheit Masken aufzieht. Dann nehmt sie doch einfach ab. Das geht nicht. Sie wurden an unsere Gesichter genäht. Nicht mal ich kann etwas dagegen machen, meldet sich Dr. Vogel zu Wort. Genau, die sind jetzt fest mit uns verwachsen und wir müssen damit rumlaufen. Jürgen blickt in die beiden Augenpaare, die ihn ernst anblicken. Keiner von ihnen lacht und gibt zu, dass es ein Scherz gewesen ist. Der Maskenmann hat sich anscheinend viele von unseren Mitgliedern vorgenommen. Sie haben versucht, uns per E-Mail zu warnen. Ich lese nie E-Mails von Jüngern. Ich weiß. Deshalb haben wir das auch nicht mitbekommen. Jedenfalls gibt es eine schlechte Nachricht, mein Freund. Spucke blickt ihn bemitleidend an und reicht ihm einen Handspiegel. Jürgen blickt sich selbst an und schmeißt den Spiegel ruckartig gegen die Wand. Klirrend zerspringt er. Auch er hat eine Maske auf. Sofort wandern seine Hände zum Mund und ziehen an dem Stoff, doch sobald er sie berührt, durchfährt ein furchtbarer Schmerz sein Gesicht. Was? Wie? Mach was dagegen, Friedhelm!
Der Doktor hebt beschwichtigend die Hände. Glaub mir, Jürgen, das habe ich bereits versucht, aber die Maske ist so fest im Gesicht verankert, dass ich das ganze Gesicht zerstören würde und man für immer entstellt wäre. Immer noch besser als diesen Propagandadreck zu tragen, denkt sich Jürgen. Wo ist dieser Maskenmann jetzt? Keine Ahnung. Er hat uns abgeladen, wo er alle ablädt und Friedhelm war so nett, uns aufzupäppeln. Ich kann seit 2 Tagen nur noch mein Essen mit dem Strohhalm trinken und das wird auch so bleiben. Leider. Jürgen schwingt sich aus dem Bett und zieht sich seine Kleidung an, die auf einem Stuhl neben dem Bett liegt. Wo willst du hin, Jürgen? Kommt mit! Wir müssen eine Vorstellung planen und die Leute darüber informieren. Wie sieht es aus? Fragt Jürgen seinen guten Freund Spucke. Kein Platz mehr frei. Alle sind schon total aufgeregt. Prima. Tragen Sie Masken? Ja, fast alle, antwortet Spucke. Scheint, als ob der Maskenmann alle unsere Mitglieder erwischt hat. Jürgen kratzt sich am Kopf. Bei so vielen Menschen schwer vorstellbar. Ich vermute... Nein, ich weiß, dass es nicht nur eine Person sein kann, sondern eine ganze Organisation dahinter steckt. Spuckes Augen weiten sich geschockt. Aber von wem? Auch wenn es sein Freund nicht sehen kann, grinst Jürgen verstohlen. Hör gleich gut zu. Ich werde dich und alle anderen Mitglieder erleuchten. Mit diesen Worten schreitet Jürgen an Spucke vorbei und tritt hinauf auf die Bühne. Wieder ertönt schallender Applaus, der allerdings schnell abebbt, als die Mitglieder bemerken, dass ihr Messias ebenfalls eine Maske trägt. Meine Brüder und Schwestern, nehmt eure Masken ab! Stimmen im Publikum werden laut. Aber ihr tragt doch selbst eine! Ich kann nicht! Es tut so weh! Das war der Maskenmann! Nach einigen Momenten hebt Jürgen seine Hand und das Publikum schweigt wieder. Anders als letztes Mal trage ich nun auch eine Maske! Er zieht und zerrt daran, um zu zeigen, wie fest sie sitzt. Auch ich bin von diesem schlimmen Vorfall nicht verschont geblieben! Deshalb, meine Jünger, verstehe ich euch. Und ich werde euch erleuchten! Jürgen koppelt das Mikrofon vom Ständer ab und tritt weiter an den Rand der Bühne heran. Die Person, die dafür verantwortlich ist, wird auch Maskenmann genannt. Aber anders als ihr alle glaubt, so weiß ich, dass es nicht nur eine einzelne Person ist. Auch die Medien wollen uns für dumm verkaufen und behaupten, es sei ein irrer Einzeltäter. Doch nicht mit mir. Ich durchblicke die Facetten unserer Feinde. Jubel und Applaus werden laut und Jürgen grinst breit. Die zähen Nähte, durch die die Maske in seinem Fleisch verankert wurde, ziehen und schmerzen. Als es wieder stiller wird, fährt Jürgen fort. Es gibt von denen da oben eine Organisation mit vielen Maskenmännern. Sie wollen uns, der gesamten wahren Wahrheit, die Freiheit nehmen zu entscheiden. Wir sehen jetzt genauso aus wie die dummen Schafe, die von denen da oben kontrolliert werden. Und das, werte Mitglieder, kann ich nicht zulassen. Seine Hand wandert an die Maske. Er sieht den Blick des Publikums gebannt auf sich. Auch Spucke sitzt in der ersten Reihe am Rand und blickt ihn erwartungsvoll an. Dann greift er nach der Maske und zieht. Es schmerzt und es dauert nicht allzu lang, bis er warmes Blut aus den Wunden tropfen fühlt. Doch das reicht Jürgen nicht. Er atmet noch einmal tief ein und reißt sich dann mit einem schnellen Ruck die gesamte Maske von seinem Gesicht. Der Schmerz ist unerträglich und er schreit voller Hass ins Mikrofon. Blutwellen fließen aus der Stelle, aus der einmal sein Gesicht gewesen war. Doktor! Ruft er und bespritzt die ersten vor Schock erstarrten Reihen mit Bluttropfen. Den Spiegel! Sofort kommt Dr. Friedhelm Vogel auf die Bühne und händigt Jürgen einen Handspiegel aus. Jürgen betrachtet sich und schreit erneut auf, als die Tränen, die unweigerlich durch den Schmerz aus seinen Augen quellen, über die Wunde rollen. Er sieht die Sehnen seines Kiefers und dort, wo einmal die Lippen waren, sieht er jetzt nur noch seine Zähne und das nackte Zahnfleisch. Die Haut an seinen Wangen, Kinn, Stücke der Nase, alles weg und zu einem blutigen Klumpen deformiert.
Seht ihr das? Schreit Jürgen. Die da oben werden mich nicht zwingen, eine Maske zu tragen. Sie wollten mich markieren und mich als einen der Ihren abstempeln. Doch jetzt... Jürgen lässt seinen Blick schweifen und erkennt die vielen aufgeregten Blicke seiner Anhänger. Jetzt habe ich meinen eigenen Stempel. Für den Rest meines Lebens zeichnet mich dieser Stempel für Tapferkeit, Stolz und für das Verbreiten der wahren Wahrheit aus. Kurz bleibt es still. Dann ertönt ein Jubelruf von der Seite. Jürgen sieht sich um und erkennt Spucke, der aufgesprungen ist und sich mit einem Ruck die Maske abzieht. Auch aus seinen Wunden spritzt sofort das Blut in alle Richtungen. Für Jürgen! Für die wahre Wahrheit! Die da oben werden uns nicht kleinkriegen! Schreit er manisch. Auch die anderen Zuschauer regen sich langsam, stehen auf, jubeln, reißen sich die fest verankerte Maske ab. Für die Wahrheit! Für den Messias! Gegen die da oben! Der Boden füllt sich mit Blut. Die Menschen spritzen sich gegenseitig voll, schreien, leiden und lachen dabei. Endlich wieder frei! Endlich wieder frei! Die Zuschauer, die sich nicht selbst die Maske abziehen wollen, werden von den anderen festgehalten und mit Gewalt dazu gebracht. Einige versuchen zu fliehen, doch wie immer bei Jürgens Veranstaltungen sind die Türen abgeschlossen. Innerhalb weniger Minuten verliert jeder, freiwillig oder nicht, die Maske und gut 70% seines Gesichtsgewebes. Jürgen starrt auf seine Jünger hinab und schleudert seine Maske in die Masse. So viel Blut und Schmerz, und doch halten sie alle zu mir, denkt Jürgen sich. Wir werden so viel erreichen gegen die da oben mit ihrer Propaganda und der angeblichen Pandemie. Dann werden seine Beine langsam weich. Er greift nach dem Mikrofonständer und versucht, sich an ihm festzuhalten, doch stürzt zu Boden, fällt mit dem offenen Gesicht in sein eigenes Blut. Auch andere Mitglieder kippen um. Dann verliert er durch den Blutverlust sein Bewusstsein.